Spannt die Lausche auf. Das sind Lorega und Harald Benn. Allein für unsere Mäntel mussten 4 ausgewachsene Bisonherden ihr Leben lassen. Na, du denkst wohl, der Boss ist auf den Kopf gefallen. Ja? Da brauchst du dich gar nicht zu verstecken. Hinter dem Edelmetallregal. Get Back is the Incredible. JGG am Start, meine Freunde. Ich mache jetzt hier einfach mal ein neues Format. So auf spontan so. Keine Ahnung, wie das Format heißt. Gerne Vorschläge in die Kommentare. Und ich habe auch keine Struktur, da bin ich ganz ehrlich so, das ist ähnlich wie in meinem Leben, ich habe keine Struktur. Da machen wir das auch einfach mal so, ich bin nämlich gerade über den Song gestoßen hier, ne, und dachte mir, ey, du wolltest ja mal so ein Video machen, wo du den Leuten mal so ein paar Tracks von früher zeigst, ne, also nicht meine Tracks, obwohl das könnten wir auch gerne mal machen, so. Ich habe auch noch eine dicke Palette von alten Tracks von mir, aber egal, ich wollte euch Tracks zeigen, so die mir irgendwie früher was bedeutet haben, die ich extrem gehört habe, die ich mega gefeiert habe. Und ich habe natürlich überlegt, das Ganze irgendwie so zu kategorisieren, dass ich von jedem Rapper so einen Batzen an Songs mache, so, ne, um irgendwie so ein längeres Video voll zu kriegen. Aber ich mache das jetzt einfach spontan. Ich bin heute über dieses Video, nicht drüber gestolpert, ich habe mal wieder dran gedacht. Und das ist von Mr. Schissmann. CHI-Doppel-S, du willst Stress, doch mich interessiert nicht, wer du bist und deine Jungs. CHI-Doppel-S, Mr. Schissmann, übertrieben geiler Rapper, habe ich früher überkrass gefeiert. Ein Untergrund-Rapper, der, glaube ich, seinen größten Erfolg darin hatte, dass er ein Feature mit Kollege hatte oder mehrere sogar. Auf dem Zuhälter-Tape 1 ist er auch drauf. Und das ist gar nicht so der Weg, über den ich auf ihn aufmerksam geworden bin, sondern ich bin auf ihn aufmerksam geworden über die RBA, über die Reimliga Battle Arena, in der ich früher auch gebattelt habe. Schissmann war eine Liga über mir und hieß damals Wolle. Und Schissmann ist ein Rapper, der übertrieben über seinen Style kommt. Also der kommt wirklich über seinen Style. Schissmann ist ein Rapper, der, mein ganzer Freundeskreis früher hat den nie so gefeiert, als ich den gepumpt habe, so. Weil sie immer gesagt haben, ey, der rappt so komisch. Und ich kann das verstehen, wenn man das nicht mag. Ich habe es allerdings wirklich nicht nur ein bisschen gefeiert, sondern so hart gefeiert, dass ich es nur gepumpt habe halt. Und noch was dazu kommt, das ist das Schissmann damals schon, oder er ist ein bisschen älter als ich glaube vielleicht sogar 10 Jahre oder so, das Schissmann damals schon viel über Drogenprobleme, Kokainprobleme, Schulden, psychische Probleme, Therapietermine und so gerappt hat. Und ich mich so schon immer damit sehr gut identifizieren konnte. Und das waren alles so die Dinge, die mir irgendwie gefallen haben. Ich werde bestimmt noch mehr Schissmann-Tracks machen. Das ist jetzt auch wirklich nicht mein Favorite-Track oder so. Es ist, wie gesagt, einfach der Track, der mir aus irgendwelchen schicksalischen Gründen hier im Kopf geflogen ist. Er ist mit BOZ. BOZ finde ich auch einen guten Rapper. Allerdings hatte ich nie den Hype auf ihn. Auch RBA-Rapper. Yes, yo, wir ziehen uns das einfach mal rein. Freunde, wenn ihr Bock hier habt, auf dieses Format habt, ne, dann lasst bitte einen Daumen da. Ich battle nie nach Likes. Mir ist es scheißegal prinzipiell, ja. Aber mir soll es einfach nur zeigen, ob ihr darauf Bock habt oder nicht. Und dann machen wir das gerne, gerne weiter. Und jetzt geben wir uns das mal. Yes, yo. Der erste Rapper, der jetzt kommt, ist BOZ und nicht Schissmann. Ein Song, der mir wirklich, muss ich auch noch ganz kurz sagen, wie heißt das Album von Schissmann? Ah, fuck, warum weiß ich das jetzt nicht mehr? Ah, wie heißt denn dieses Album nochmal von dem? Scheiße, das habe ich in meiner ersten Klinik, in meinem ersten Klinikaufenthalt, als ich im Taunus war, in der Hohemar-Klinik. Shoutout und Grüße an jeden, der weiß, von welcher Klinik ich rede. Da war ich das erste Mal zu einer Entgiftungskur. Drogenentzugsklinik und hab da Schissmann gehört, das Album. Mir fällt gerade aus irgendwelchen Gründen der Titel nicht mehr ein. Weiß auch echt nicht warum. Aha, jo. Wir brauchen Gras in Mengen, damit wir schlafen können. Jeder Tag beginnt mit Sorgen, Mann. Jeden Morgen fängt die Scheiße von vorne an und der Hass steigt empor wie Chorgesang. BOZ kann ich nicht so viel zu sagen, außer dass er auch sehr viel über diese Flow-Switches kommt. Also der hat so diese komisch gesetzten Reime teilweise, die, wenn man es das erste Mal hört, denkt so, naja, weiß ich nicht so. Beispielsweise, wir brauchen Gras in Mengen, damit wir schlafen können. Jeder Tag beginnt mit Sorgen, Mann. Jeden Morgen fängt die Scheiße von vorne an und der Hass steigt empor wie Chorgesang. Finde ich persönlich mega gut so. Auch wenn es wirklich von den Silben her unsaubere Reime sind,
fühle ich es komplett so. Auch das mit dem Gras, ne? Schissmann rappt auch oft darüber, dass er eigentlich nicht so der Kiffer ist, sondern eher so der halt kokainabhängige gewesen ist. Aber BOZ, dieses, wenn er über das Kiffen rappt, damit konnte ich mich halt auch mega identifizieren. Bevor du deine Scheiße auf vorne an und der Hass steigt empor wie Chorgesang. Bevor du deine Scheiße auf Papier bringst und dich fragst, was es dir bringt. Hier ist alles Dreck und wir kommen hier nicht raus. Nichts ist deins, wie das, was du bekommst, wenn du klaust. Die Sonne ist grau, du spürst im Winter die Kälte. Hier gibt es zu viele Wege für die Kinder der Elbe und... Also es ist einfach, ich fühl's einfach. Und jetzt, der Flow ist jetzt auch geil, den er kickt und die Zeile. Wenn ich wüsste, wie die Scheiße ausgeht, würde ich jeden Tag erleichtert aufstehen und dann begeistert rausgehen. Wenn du wüsstest, wie die Scheiße ausgeht, würde der Kreislauf aufgeben und du draufgehen. Und an deiner Stelle würde ich das in Kauf nehmen. Und an meiner Stelle würdest du dich rausreden. 23 Faustregeln, wir leben uns. Jetzt, die Hook ist von Fasad, kenne ich gar nicht, außer von dem Track so. Boah, ich muss aufpassen. Letztens, als ich euch schon mal so ein Video gemacht habe, als ich alte Tracks von früher gehört habe, ne, und so ein Video reingepackt habe, kam ich auf einmal in diesen melancholischen Mood, gell, da ich so dachte, so, alter Digga, das ist schon teilweise 15 Jahre her, so. Da habe ich von Frankie Kubrick Rücken zur Wand auch ein Album, ohne Spaß, das kann ich eigentlich kaum vorstellen, ohne dass es mich so triggert, dass ich melancholische Gewissensbisse bekomme und in der Vergangenheit anfange zu schweben. Und einfach irgendwie traurig zu sein. Wisst ihr, was ich meine? So, wenn man so alte Musik von früher hört, so. Ich muss gerade aufpassen, weil ich merke gerade schon, so, es kommt so ein bisschen gerade an mich. Und an meiner Stelle würdest du dich rausreden. 23 Faustregeln. Wir leben unser Leben und es klappt gut. Wie ein Abzug. Und es knallt, wenn du dich immer nur drückst. In den Himmel zu kommen heißt immer noch nichts. Blick zurück, dann erinnerst du dich. Erinnerst du dich? Die Zeit rennt, doch es ändert sich immer noch nichts. Das bin immer noch ich. Es ist gegen meinen Willen. Der, jetzt schiss man, Digga. Boah, hier. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ich krieg Gänsehaut des Grauens, Alter. Das bin immer noch ich. Es ist gegen meinen Willen. Diesen Fakt, den ich mach, oder ist es nur wegen meinen Pillen? Leute sagen, von wegen ein Film. Jetzt reiß dich zusammen, nimm dein Leben in die Hand. Ich sag ja. Ey, Digga, dieser Flow, ne? Dieses Laid-Back-mäßige von Schissmann. Dieses ist einfach so rappen. Das ist so dieses über den Beat. Ich schlender über die Beats, als sei es Strandpromenaden. Ist eine Kollegazeile, aber eigentlich lebt sie Schissmann. Weil er schlendert wirklich so über die Beats. Es ist so ein bisschen alles Laid-Back. Und wenn ich den Takt nicht treffe, dann ist das auch okay. Und auch wenn ihm ja kein Reim einfällt, ich... Nichts. Diesen Fakt, den... Es ist gegen meinen Willen. Diesen Fight, den ich mache, oder ist es nur wegen meinen Pillen? Leute sagen von wegen ein Film. Oder irgendwie, ich hab's gerade falsch gerappt. Das bin immer noch ich. Es ist gegen meinen Willen. Diesen Fight, den ich mache, oder ist es nur wegen meinen Pillen? Leute sagen von wegen ein Film. Jetzt reiß ich. Leute sagen von wegen ein Film. Sie sagen, nimm dein Leben in die Hand. Ich sag, ja, alles klar, aber schrei mich nicht an, okay? Du bist nicht ganz up to date. Das ist so. Ich weiß nicht, das hat mir so aus der Seele gesprochen. Tut's heute, ich hab hier wirklich komplett nur Gänsehaut, Freunde. Ich will nicht dieser Möchtegern-Typ sein, der, oh, ich hab Gänsehaut. Oh mein Gott, aber es ist wirklich so. Ich mach, oder ist es nur wegen meinen Pillen? Leute sagen, von wegen ein Film. Jetzt reiß dich zusammen, nimm dein Leben in die Hand. Ich sag, ja, alles klar, aber schreib mir nicht an, okay? Du bist nicht ganz up to date. Es herrscht Waffenruhe wie im Vertrag vom Versailles. In meinem Life, ich kann wieder aufrecht gehen zu meinem Mic. Ich kann wieder aufrecht gehen zu meinem Mic. Wie er seine Silben setzt und das so und dieses Nuschelnde, geht mir einfach einer ab. Alter. Und jeden Morgen bin ich mein. Und jetzt auch diese Zeile, Digga. Waren für mich Seelenverwandte. Das waren die Leute, wirklich. Schissmann war einer, da dachte ich mir, ey, wenn ich dem seine Mucke gehört habe, danke, mir geht's gut. Danke, dass es dich gibt, Schissmann. Danke, danke, dass es Leute gibt, mit denen ich mich identifizieren kann. Ich bin nicht allein auf dieser Welt so. Und das schreiben mir tatsächlich auch viele auf Instagram so. Von wegen, ey, Jiggy, danke für deine Mucke. Und für mich ist deswegen, rührt mich das, weil ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man sich zu jemandem nicht hingezogen fühlt, aber wenn man sich mit jemandem vergleichen kann. Wenn einem einer irgendwie zeigt, ey, du bist nicht alleine so. Das ist das Größte so.
Und wenn mir Leute sagen, dass ich das für die bin, teilweise kriege ich auch echt schon, das sind heftige Mails, die mir auch echt ans Mark gehen, so, wo Leute sagen, ey, ich hätte mich umgebracht, wenn ich deine Mucke nicht hätte. Und Chiki, dann schreiben die mir einen riesen Text, was sie alles gerade in ihrem Leben für Scheiße erlebt haben, Vater gestorben, die Scheiße passiert, Frau verlassen und so. Und meine Mucke gibt ihnen Kraft, oder wenn sie Rat und Halt und Hilfe bei mir suchen, das ist schon krass halt, ohne Spaß. In meinem Life, ich kann wieder aufrecht gehen zu meinem Mic, und jeden Morgen bin ich meilenweit davon entfernt, mein Leben in den Griff zu bekommen. Vielen Leuten half der Griff zu der Bon. Ich war nie ein Kiffer, ich hab meine Stifte genommen und hab über meinem Herz eine Schicht aus Beton. Es gibt keinen Kommen und es bricht aus mir raus in dem Song. Ey, diese Flows einfach mit dieser Message und dieser, das ist einfach zu perfekt, meiner Meinung nach. Half der Griff zu der Bon. Ich war nie ein Kiffer, ich hab meine Stifte genommen und hab über meinem Herz eine Schicht aus Beton. Es gibt keinen Kommen und es bricht aus mir raus in dem Song. Ich bin nie nach Hause gekommen, B-O-Z-C-R-I, auf und ab von. Wir leben unser Leben und es klappt gut, wie ein Abzug. Und es knallt, wenn du dich immer noch drückst, in den Himmel zu kommen, heißt immer noch nichts. Blick zurück, dann erinnerst du dich? Die Zeit rennt, doch es ändert sich immer noch nichts. Erinnerst du dich? Das bin immer noch ich. Das bin immer noch ich. Das bin immer noch ich. Das bist immer noch du. Das bin immer noch ich. Das sind immer noch wir. Sheesh, wie lang geht denn das Lied? Heftige Hausnummer. Und für alle Heartbroken Boys da draußen, für alle, die mal eine Trennung durchlebt haben, ne? Auch da ist sau krass, so, ne? Ich muss das ganz kurz erzählen, ne? Ich hatte damals eine Freundin, meine zweite richtige Freundin, sie hieß, ich hätte gerade ihren ganzen Namen fast gesagt, Stefanie, und sie kam aus Wiesbaden. Und ich war in Offenbach in der Schule, auf einer Privatschule, Baumschule! War keine richtige Baumschule, aber könnte man schon als eine sehen, weil ich halt schwer erziehbar war und ganz viel Scheiße gemacht habe und so Dreck, ne? Halt alles, was man so tut, halt, um auf einer Baumschule zu landen. Und jedenfalls kam da auch eine Stefanie, eine halb Griechin, halb Deutsch, bildhübsches Mädchen, kam zu uns neu in die Klasse. Alle Jungs direkt, boah, schieß, Digga, so, los und so, ne? Zumindest insoweit, wie du das mit 15, 16 machen kannst, ne? Und die war immer scharf auf den anderen, so. Also ich war raus aus der Nummer irgendwie, weil ich immer dachte, sie ist scharf auf einen anderen. Daniel hieß der. Und irgendwann hat die aber angefangen, mich die ganze Zeit so zu necken und tralala und so irgendwie bei mir die Aufmerksamkeit gesucht. Und meine Kumpels sagen schon, ey, die will dich und so. Glaub mir, die will dich so. Und ich sag, ach was. Ich war früher noch so ein bisschen der schüchterne Dude teilweise. Man soll es kaum glauben. Und jedenfalls irgendwann auf einer Party gewesen, tralala, mit der rumgeknutscht und auf einmal zusammen gewesen. So, ne, ey, ich bin mit der Stefanie zusammen. So, what is going on? So heftig. So. Immer auch des Öfteren. Das erste Mal, dass ich beim Mädchen geschlafen habe mit 16. So, früher, davor durfte ich das nämlich noch nicht von meiner Mutter. Die hat mir das immer verboten. Pädagogik? Bei uns nicht. Mein Sohn schläft nirgendwo. Mama, ich liebe dich trotzdem. Und jedenfalls war ich da mit der zusammen, halt, keine Ahnung. Und irgendwann hat sie mich verlassen und hat mich ziemlich heftig abserviert. Und jeder, der das weiß, so die erste große Liebe, bei der man abserviert wird, ey, das sticht dich kaputt. Halt. Du bist am Arsch, ne? Und dann hat Schisma diesen Song rausgebracht. Da hat sich kurz aufgehängt, wir machen jetzt weiter. Das ist der Song und ich glaube, der Song, der hat mich natürlich sowieso gefesselt, weil ich riesen Schissmann-Fan war, so, ne? Und natürlich auch, weil die Thematik mir komplett aus meiner Seele wieder mal gesprochen hat bei einem Schissmann-Song. Und dann gab es eine Zeile, meine damalige Freundin, die Stefanie, hat immer OC California geguckt, ne? Wie geht da nochmal der Einstieg aus? California, here we come, right back where we started from. California, California. Dieses Lied halt, ne, beziehungsweise diese Serie, die ich euch gerade so schön wiedergegeben habe anhand meiner wunderbaren Stimme. Schissmann hat in dem Song auch eine Zeile über OC California und da war für mich alles vorbei, Alter. Da dachte ich, Digga, du bist mein Bruder, du bist mein Held, du bist mein Vater. Danke, dass es dich gibt, Alter. Yeah, Schissmann, BMC, okay, yeah.
Ich hab auf Liebe verschenkt an zu viele verschiedene Menschen. Eine Frau, die sich nie und nichts aber denkt, wenn ich 100% gebe für sie und das Life, was ich mir gewünscht hab, doch nie erreicht. Wie du meinst, du brauchst mich nicht mehr, guck, ich brauch dich nicht mehr. Was versprichst du dir? Du brauchst nicht weiter zu reden. Ich hab dich durchschaut und nicht ohne Grund dir nicht vertraut. Denn schon ein Blick reicht aus und es wird mir klar. Ich war verliebt und sah nicht, wie du wirklich warst. Und es ist wirklich wahr. Ich hab Probleme gehabt, ja, doch nicht weil du weg bist, sondern das Leben verdammt hart ist so schön. Auch diese Styles immer, das ist auch der Digga, oh, ich krieg schon wieder Gänsehaut. Das ist wirklich dieser typische Schissmann-Flow so. Und es ist wirklich wahr, ich hab Probleme gehabt, ja, doch nicht, weil du weg bist, sondern das Leben verdammt hart ist so. Schön, dass es dir gut geht jetzt, dieses verdammt hart ist so. Ja, einfach für mich einfach ein komplett krasses Ding. Natürlich habe ich da auch noch alte Erinnerungen, deswegen ist der Track jetzt noch krasser für mich, aber... Mir hat es einfach so unglaublich geholfen. Gehabt, ja, doch nicht, weil du weg bist, sondern das Leben verdammt hart ist so. Schön, dass es dir gut geht jetzt. Ich meine es ernst, ich meine, wer von uns hat Blut geleckt? Ich bin kein guter Mensch, was Besseres fiel dir nicht ein. Mich hat's getroffen, doch trotzdem bat ich sie um Verzeihung. Ich weiß nicht mehr wieso, weiß nicht mehr warum. Denn jetzt mit offenen Augen war es sicherlich dumm. Glaub mir, es spricht sich nichts um. Du kommst gut dabei weg, nur bei mir nicht. Ich hab keinen Funken Respekt und... Nicht weil du einen neuen Freund hast, nein, weil du mich als Mensch komplett getäuscht hast, weil alles, was du gesagt hast, keinen Wert hat und ich muss aufhören mitzurappen, weil es sowieso hier ein dreckiges Delay hat mit diesem Piss-Mic, Alter. Aber das ist zu heftig. Mit offenen Augen bat ich sie um Verzeihung. Ich weiß nicht mehr wieso, weiß nicht mehr warum. Denn jetzt mit offenen Augen war es sicherlich dumm. Glaub mir, es spricht sich nichts um. Du kommst gut dabei weg, nur bei mir nicht. Ich hab keinen Funken Respekt und... Nicht weil du einen neuen Freund hast, nein, weil du mich als Mensch komplett getäuscht hast, weil alles, was du gesagt hast, keinen Wert hat und ich bis heute noch drüber nachdenk, was wäre wenn, doch alles, was du gesagt hast, kein Wert, alles, was du gesagt hast, keinen Wert hat und ich bis heute noch drüber nachdenk, was wäre wenn. Das ist irgendwie so, das ist alles so, er betont es so, als reimt sich und das habe ich bei dem immer gefeiert so. Er betont teilweise Zeilen so, als reimen sie sich, aber sie reimen sich gar nicht. Ich bis heute drüber nachdenk, was wäre wenn. Das ist so... Ich war, ja. Alles, was du gesagt hast, keinen Wert hat und ich bis heute noch drüber nachdenk, was wäre wenn. Doch okay, für dich war's fast egal, dass es zwischen uns nie einen Abschied gab. Jetzt kommt die Zeile, die mich weggerissen hat. Von Tag zu Tag fühle ich mich lonely und boring. Guck aus dem Fenster und du OC California. Wir hatten nichts gemeinsam. Ah, Digga, da war's vorbei. Da war's vorbei. Ich zeig euch so oft meine Gänsehaut wie ein Spaß, die YouTube-Reaction, Motherfucker. Woo! Von Tag zu Tag fühle ich mich lonely und boring. Guck aus dem Fenster und du OC California. Was ist das auch schon wieder für ein Reim? Das ist kein Reim, aber es ist genau das ist Schiss, Mann. Ich mache jetzt auch weiter hier mit dem Video. Scheiß drauf, ich mache euch noch mehr Videos danach. Ich will jetzt ein paar noch zeigen, so die mir einfallen. So. Guck aus dem Fenster und du OC California. Headshot. Ein Headshot in mein Herz war das, Alter. Lonely und boring. Chicky, Headshot in dein Herz. Haha, Chicky. Guck aus dem Fenster und du OC California. Wir hatten nichts gemeinsam. Du hast recht behalten. Du hast nicht mal ein Gewissen. Auch nicht bei schlechten Zeiten. Und bei schlechten Zeiten schreibe ich Zeilen drüber. Nicht für dich, nur für mich und meine Brüder. Ho. Du bist eine Ho. Du bist eine Ho. Digga, zu heftiger Scheiß, Alter. Das Datum stimmt hier natürlich nicht. 2009, das war früher auf jeden Fall, ohne Spaß, Alter. Das war auf jeden Fall früher. No Sorry, war, glaube ich, auf die Beats von Hook Beats, heißt er so, Hook Beats, der Kollege Beats auch mal gemacht hat. Ich gebe jetzt einfach mal, ich weiß leider, ich habe ihn wirklich lange nicht mehr gehört, weil, wie gesagt, ich immer das Problem habe, wenn ich das so höre, dass ich so ein bisschen, getriggert werde und in der Vergangenheit schwebe, Alter. Aber egal, damit muss ich auch klarkommen. Ich will es jetzt machen. Ganz normal war auch ein Track aus meiner Klinik, Digga. Pff. Ganz normal hieß, glaube ich, auch übrigens sein Album. Warum hängt das denn alles? Was ist denn hier los? Ja, Mann. Das ist deep. Das wird vielleicht nicht vielen gefallen. Da musst du wirklich schon depressiv und am Arsch sein, damit dir der Track gefällt. Schatz, bring mir mal bitte eine Flasche Wasser. Das
nimmt nicht auf. Danke, mein Schatz. Sagst du mir was Liebes nochmal? Nee, was Dreckiges. Nein. Es nimmt auf. So, Freunde, tschüss mal weiter. Wirklich, ein Track für depressive Leute, die am Ende ihres Lebens stehen. Oder zumindest denken, am Ende ihres Lebens zu stehen und wenig Hoffnung mehr haben. Die fühlen sowas. Es ist alles ganz normal. Guck in meinem Drecksleben, ist alles extrem. Es fickt mich, ich werd zu schnell addicted. Ich hab früher nicht nur eine Line gezogen. Ich hatte fast jeden Tag einen neuen Stein in meiner Hose. Anstatt zu rhymen war ich am Boden. Ich hab nicht geweint, sondern gelogen. Und von dem Geld meiner Eltern mir die Scheiße reingezogen. Und muss jetzt zum Apotheker meine Antidepressoren geben. Es ist alles ganz... Ey, Digga, das ist so, ich glaube, das war diese Mischung, die mich einfach so gecatcht hat. Wie gesagt, zu den Flows, zu der Stimme, zu der Betonung habe ich jetzt genug gesagt. Und zu der Identifikationsperson, die in ihm für mich gesteckt hat, auch. Er hat einfach diese Dinge, so diesen Nagel auf den Kopf getroffen in dem, was er gesagt hat für mich so. Auch dieses, ich habe nicht nur eine Line gezogen. Und von dem Geld meiner Eltern mir die Scheiße reingezogen und muss jetzt zum Apotheker meine Antidepris holen. Das ist so, Digga. Ich sag so, Digga, hör auf, mir in die Karten zu gucken. So. Gerade ich habe meine Eltern so oft beklaut, Digga. Real Talk, ich habe meine Eltern richtig beklaut. Sie wissen es heutzutage. Ich habe es verarbeitet. Ich war dumm, jung und drogensüchtig, ne? Aber das war zu krass und jetzt auch, für mich war das auch immer krass, so was jetzt auch manche in mir sehen, zumindest merke ich jetzt anhand der Mails, die ich bekomme, dass Leute das feiern, dass ich so ehrlich bin und so offen mit allem umgehe, ne? Und er war für mich auch so, er hat es so ausgesprochen, so, dass er Pillen nehmen muss, dass er drogensüchtig ist, dass er seine Eltern beklaut hat und so, dieses, ich muss jetzt zum Apotheker meine Antidepris holen und das war für mich immer so, wow. Mir hat das gezeigt, dass der Typ stark ist, der spricht es aus, so, ne? Das war so ganz anders, weil es immer ja heimlich alles ist, so Schwächen sagt man nicht. Und er hat so komplett so das... Geld meiner Eltern mir die Scheiße reingezogen und muss jetzt zum Apotheker meine Antidepressoren. Jeden Dienstag Therapie. Und du hörst, wenn er das sagt, es ist so fucking real, Alter. Jeden Dienstag Therapie. Eingezogen und muss jetzt zum Apotheker meine Antidepressoren. Jeden Dienstag Therapie. Ich war verliebt, doch die Liebe meines Lebens hatte gerade ihre Tage und sag schade, mein Schatz, du warst ganz süß, okay, das war's und tschüss, ich hab dich lieb. Nochmal diesen Bombeneinstieg müssen wir uns geben, ich war bald mitgerappt, so. Aber auch vom Reim wieder, ne, jeden Dienstag Therapie. Ich war verliebt, doch die Liebe meines Lebens hatte gerade ihre Tage und sagt schade, mein Schatz, du warst ganz süß, okay, jetzt satt und süß, ich hab dich lieb. Zu böse. Antidepressoren, jeden Dienstag Therapie. Ich war verliebt, doch die Liebe meines Lebens hatte gerade ihre Tage und sag schade, mein Schatz, du warst ganz süß, okay, das war's und tschüss, ich hab dich lieb und ich versuch die Zeit nicht an mich ranzulassen. Ich versuch die Zeit nicht an mich ranzulassen. Typisches Mann. Tschüss, ich hab dich lieb und ich versuch die Zeit nicht an mich ranzulassen. Ich hab Angst vorm Hassen des Lebens. Ich hab bis jetzt nicht viel erledigt und kann ich nach vorne gucken, wenn ich mich nicht verstehe. Es ist nicht wie du denkst, der Typ ist einfach faul und bleibt zu Haus wegen einer Frau. Es ist anders, guck, ich ging beinahe drauf. Gib meinen Jungs und der Family jetzt einen Applaus. Struggle und Hustle und das machen, dies machen. Leute fragen, was denn nun für... Strugglen, hustlen, dies machen, das machen, Leute fragen, was denn nu? Das ist so, ey Mann, ich zeig euch jedes Mal meine ganze Haut, weil ich einfach eine kriege. Yes, yo, ich bin so verliebt in diesen Typ. Es ist auch ganz gut, muss ich mal sagen, bei den Leuten, die immer sagen, wenn ich große Rapper feiere, ne, Jiggy ist am Schwanz lutschen und so, Jiggy am Schwanz lutschen, fickt euch in den Hals, Alter, ich bin auch ein Mensch und hab Vorbilder und bin Fan, ne, aber Schissmann, den kennt keine Sau von euch, Alter, die einzigen, die ihn kennen, sagen, ja, na klar kenne ich den, der war doch auf dem Zuhälter-Tape 1 mit drauf. Ja, daher kennt ihr den vielleicht so. Es gibt natürlich auch welche, die ihn kennen, so, aber ich glaube jetzt nicht, dass es das einer ist, an dem man sich nach oben blasen kann. Der ist wahrscheinlich jetzt, entweder ist er, ich hoffe nicht, dass er tot ist oder so, aber bei ihm, bei seinen Texten, könnte ich mir wirklich vorstellen, dass er sich weggehängt hat oder so, Alter. Aber ich hoffe, ihm geht's gut, er macht keine Musik mehr, ich weiß nicht, was mit ihm ist. Naja, jedenfalls, was wollte ich eigentlich zu der Zeile gerade sagen? Dieses Struggle und Hustle und dies machen, das machen, Leute fragen, was denn nun? Das ist auch so dieses, was es so beschreibt halt so, wenn die Leute von außen immer kommen und fragen, ja, was machst du denn eigentlich so, ne?
Das ist so schlimm, das habe ich auch schon oft gesagt, das ist die schlimmste Frage, ist so, wenn du selber überhaupt komplett unzufrieden mit dir bist und überhaupt keine Struktur, gar nichts hast und dann kommen die Leute und fragen, ja was denn nun? Das machen, dies machen, Leute fragen, was denn nun? Für so kleine Scheißjobs fühle ich mich fast so cool. Ich hab mein Life längst verplant im Palast mit Po. Guck in meinem Place, Leben ist alles extrem. Es fickt mich, ich werd zu schnell addicted. Ich hab früher nicht nur eine Line gezogen. Ich hatte fast jeden Tag einen neuen Stein in meiner Hose. Anstatt zu rhymen war ich am Boden. Ich hab nicht geweint, sondern gelogen. Und von dem Geld meiner Eltern mir die Scheiße reingezogen. Und muss jetzt zum Apotheker, meine Hand sie dickt die so. Ich hab Sorgen im Kopf, was ist morgen? Ich denk meistens sowieso, dass es von vornherein floppt. Und bin Pessimist, der Jackie's Kid, bevor ich irgendwann durchdreh wie der Exorzist. Und hey, also das ist zu heftig einfach vom Flow. Was ist morgen? Ich denk meistens sowieso, dass es von vornherein floppt. Ich hab Sorgen im Kopf. Was ist morgen? Ich denk sowieso von vorne, das ist von vornherein floppt. Scheiße wiedergegeben, aber schön den Reim gesetzt, so, ne? Schön den Reim am Anfang von der Zeile gesetzt und einfach eine starke Message mit einem überkrassen Flow gekickt, Alter. Und bin Pessimist, der Jackie's Kid, bevor ich irgendwann durchdreh wie der Exorzist und Haladon. Ich fahr jetzt fort, ich hab mein Talent früh verschenkt und nicht im Jahr zuvor. Und zwar im Sport. Ich kann nicht komplett drauf scheißen, also nehm ich's mit einer Art Humor. Ist alles, jede zweite, dritte Zeile ist einfach so, als hätte ich sie damals für mich geschrieben. So. Und das Life kriegt im Grunde jeden, ich war nur zu hell im Kopf für ein einfaches, dummes Leben. Ich war nur zu hell im Kopf für ein einfaches, dummes Leben. So, das ist dieses Zeilen, die ich auch in meinem Ich brauche nur ein Beat sag, so, das Drama eines Hochbegabten. Habe ich gesagt. Und natürlich hochbegabt. Ich meine, wie definierst du hochbegabt? Also ich definiere mich tatsächlich in manchen Dingen für ein hochbegabt, gerade für in dieser Musik oder so, ne? Aber natürlich bin ich auch in ganz vielen anderen Dingen ein Holzkopf, so, ne? Ich war bin ein kluger Junge, ich war ein guter Schüler in allen Hauptfächern, so Mathe, Deutsch, Englisch war für mich immer so 1er-2er-Gegend, so. Aber trotz dieser Grundintelligenz, die ich auch durch meine Eltern natürlich irgendwie in die Wiege gelegt bekommen habe und so, ne, habe ich es nie geschafft, irgendwie im Leben Fuß zu fassen. Und das beschreibt er ja hier auch so. Ich war einfach zu hell im Kopf für ein einfaches, dummes Leben, so. Und das Life kriegt im Grunde jeden. Ich war nur zu hell im Kopf für ein einfaches, dummes Leben. Und hab mir immer nur Gedanken gemacht über Dinge, die die Leute nicht mal wahrnehmen, wenn sie klar sehen. Und wünsch mir jetzt nur ein paar Tage im Glück, denn meine Tage im Glück liegen ein paar Jahre zurück. Harder back. Ich wünsch mir ein paar Tage im Glück, denn meine Tage im Glück liegen Jahre zurück. Da ich entdecke jetzt selber von mir, so wie als würde ich jetzt hier jemand anderem vorwerfen, irgendwie Flows oder so zu biten. Merke ich aber bei mir, dass ich schon ähnliche Anlehnungen habe. Zum Beispiel wie bei meinem Song In Kopf hoch. Was rappe ich da? In Kopf hoch rappe ich. Was rappe ich denn da? Da war ich 10. Die Jahre vergehen. Ich war mal sorgenfrei. Da war ich 10. Das heißt, ich wiederhole auch das erste zweimal. Die Jahre vergehen. Ich war mal sorgenfrei. Da war ich 10. Und er sagt, ich suche meine Tage im Glück, denn meine Tage im Glück liegen Jahre zurück. Seht ihr, so manifestiert sich das in einem drin so. Natürlich habe ich, als ich das Kopfhochding geschrieben habe, nicht ansatzweise daran gedacht. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es irgendwie eine Parallele ist oder so, aber es hat schon Ähnlichkeit. Doch ich komme gerade zurück und dieser Part ist ein Stück, bevor mein Atem erstickt. Guck in meinem Drecksleben, ist alles extrem. Es fickt mich, ich werd zu schnell addicted. Ich hab früher nicht nur eine Line gezogen, ich hatte fast jeden Tag einen neuen Stein in meiner Hose. Anstatt zu rhymen war ich am Boden. Ich hab nicht geweint, sondern gelogen. Von dem Geld meiner Eltern mir die Scheiße reingezogen. Und muss jetzt zum Apotheker, meine Antidepression. Guck in mein Blechs Leben, ist alles extrem. Es fickt mich, ich werd zu schnell addicted. Ich hab früher. Ganz krasse Mucke, Alter. Und jetzt machen wir, es gibt jetzt so viel, mir fallen jetzt so viel noch ein. Wir machen jetzt noch ein Ding von Schissmann und dann könnt ihr euch sehr, sehr gerne von ihm mehr reinziehen, weil er hat noch ganz viele Dinge, die echt krass sind, Alter. Die echt krass sind. Hier hat er einen Part gekickt. Wir müssen noch zwei machen. Scheiße, der hat noch mit Migo eins gemacht. Zwei machen wir noch. Die gehen aber, glaube ich, beide nicht lang. Hier Man's World auf, mit einem Beat, mit einem Sample, was ihr alle kennt, ist jetzt eher so in die Player-Richtung. Aber Flow ist da übertrieben. Und ich glaube, er sagt es sogar auch am Anfang. Übertriebener Flow von mir. Sehr arrogant. Also Schissmann, wenn er nicht, das ist auch sowas, ne? Wenn er nicht sich komplett in seinem Selbstmitleid gesuhlt hat, ist er sehr arrogant. Also er hat auch manchmal diesen arroganten von oben herab Stil, so, ne? Wenn er wirklich gerade nicht diese depressive Schiene fährt so. Und auch da
würde ich sagen, ist es bei mir ähnlich. Und ich meine, ich habe nicht umsonst ein Album, der heißt zwischen Narzissmus, ein Album, was heißt zwischen Narzissmus und Selbstmitleid. Das ist genau das Gleiche so, ne? Und ich merke gerade sehr viel Parallelen, Alter. Ich weiß gerade mal, wie du heißt. Die im Video wird wie wir zwei. Die im Video wird wie wir zwei. Oh fuck. Okay, schiss mal. Hier, pass auf. Okay, übertriebener Flow von mir. Okay, pass auf. Hier, hier. Ey, auch da nehme ich eine Zeile vorweg. Ich hatte, als ich 16 war und über meine Stefanie Löber weggekommen. Junge, du bist ein Spasti manchmal. Jetzt habe ich einfach ihren Namen gesagt. Scheiß drauf, Alter. Sie wird es nicht sehen und wenn sie es sieht, soll sie mich anzeigen. Komm, mach doch. Jedenfalls, Alter, hatte ich damals, nachdem ich mit der Stefanie auseinander war, habe ich dann irgendwann eine neue Freundin, beziehungsweise das war da eher so eine Affäre, so, da war ich auch schon so 17, ne, und diese Person hieß Svenja und das war ein auch hübsches Mädchen, so, man mag es mir vielleicht heute nicht mehr ansehen, aber ich war schon immer der, der halt extrem über seinen Charakter und über sein Charisma kommt und über seinen Humor, deswegen hatte ich immer eigentlich nie, also ich hatte nie Probleme irgendwie bei Frauen zu landen, so. Gott sei Dank. Und jedenfalls hatte ich dann eine Svenja an meiner Seite, ne? Und war auch die Zeit, wo ich immer noch Schisma so gehört habe. Und irgendwann hat sie so aus Spaß, ich weiß, es war bei ihr Spaß, weil ich war dann im Endeffekt auch mehr oder weniger verliebt in sie und wollte was Festes, wurde dann aber auch verlassen von ihr, also sie wollte keine Beziehung von mir und das, was sie damals gesagt hat, war ganz bestimmt ein Spaß, also wenn einer der Schmock in dieser zweistelligen Beziehung war, dann war ich das definitiv so, der mehr wollte als die Frau, so, ne, ein bisschen zum Aff gemacht. Oder der was Festes wollte und sie nicht. Und sie hat irgendwann so aus Spaß angefangen, so, hey, wir hätten voll das hübsche Kind, wir zwei und so, du mit deinen Augen. Und hat so ein bisschen so angefangen von Kind zu reden, ne? So, auch wenn es nur komplett halt Trash-Talk war, ne? Aber auch da hat Schissmann wieder eine Zeile. Ich weiß noch ganz genau, wie ich bekifft durch Markwald gefahren bin, mit Kopfhörern auf, Alter. Und da rumgefahren bin, freihändig rumgefahren bin und dieses Schissmann-Lieder gehört habe, Alter. Und mir das so ein Gefühl gab. Yeah, auch von mir. Okay, pass auf. Yeah, pass auf. Okay, übertriebener Flow von mir. Übertriebener Flow von mir. Okay, pass auf. Yeah. Okay, Leute. Seitdem ich rap, kann ich wählen zwischen Strähnchen. Schwarz, blond, brünett, intelligent, süß, Bombe im Bett. Dumm, lustig, lieb, hau das Schlampe, Blowjob, Doggy mit oder ohne Sohn, nicht anders. Okay, wenn du da versuchst, das Reimschema zu analysieren, bist du am Arsch. Seitdem ich rap, kann ich wählen zwischen Strähnchen, schwarz, blond, brünett, intelligent, süß, Bombe im Bett, dumm, lustig, lieb, ho oder Schlampe, Blowjob, Doggy, mit oder ohne, so nicht anders. Und ich kann nicht wegsehen. Bei deinem kurzen Kleid, es tut mir leid, du willst es auch, wenn du so viel zeigst. Das geht an alle meine Jungs aus der Hood. Ich kann nicht wegsehen bei deinem kurzen Kleid. Es tut mir leid, du willst es auch, wenn du so viel zeigst. Es geht an alle meine Jungs aus der Hut, aus den Blocks. Wir denken weit unter den Kopf von alle, die jeden Abend ihre Hau wechseln. Mit dir ins Bett gehen, während ihre Haus wechseln. Und jetzt kommt die Zeile, Digga. Da habe ich wirklich gefühlt, ich meine, ich war 17 zu der Zeit, ne? Aber trotzdem hat das für mich so gepasst. Ich habe mich so angesprochen gefühlt. Wieder ein Moment, wo ich dachte, Digga, du redest doch mit mir. Du meinst doch mich. Alle, die jeden Abend. Jetzt gleich. Ihre Hau wechseln, mit dir ins Bett gehen, während ihre Haus wechseln. An die Kids, die mit 16 ne Bitch schon so extrem durchnehmen, bis sie kommt und nur noch oh yeah. An die Kids, die mit 16 ne Bitch schon so extrem durchnehmen, bis sie kommt und nur noch oh, woher kommt das bloß? Sie fängt an zu reden von einem Sohn, Bonsai-Baum in der Küche, am Fenster zum Hof. Ich bin schon K.O., oh, lass mich los. Wieder mal die Gänsehaut, sie ist wieder am Start. Ja, ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba, Schiss, Mann. Jeden Abend ihre. Auch weil die Story, die ich gerade mit der Svenja erzählt habe, ne, das war so. Ja, da habe ich. Ich habe einfach echt. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Hau wechseln, mit dir ins Bett gehen, während ihre Haus wechseln. An die Kids, die mit 16 ne Bitch schon so extrem durchnehmen, bis sie kommt und nur noch. Oh, yeah, her kommt das bloß. Sie fängt an zu reden von einem Sohn, Bonsai-Baum in der Küche, am Fenster zum Hof. Ich bin schon K.O. Oh, lass mich los. Ich weiß gerade mal, wie
wie du heißt. Und du sagst, die im Video wären wie wir zwei, mein Schatz. Die im Video wären wie wir zwei. Wenn er beim Doggy ist, dann Fernsehen guckt und sie's weiß. Und wenn dein Herz zerbricht, dann vielleicht deins. Denn ich bin viel zu fly, sie ist ein Mr. Schissel. Auch dieser Beat immer, ne? Also diese Beats. Ah, Digga, mir geht das Herz auf. Okay. Der erste ist Schissmann, der da rappt, und danach kommt Migo. Migo auch. Das war so geil, die haben so, da könnte ich auch eigentlich, über Migo könnte ich auch direkt das nächste Video machen, ne? Hat mich nicht ganz so geflasht, aber war auch immer ein treuer Wegbegleiter so für mich. Hat auch immer mal wieder was mit Schissmann gemacht. Auch ein Rapper, der sehr viel über den Style kommt, so. Und dann gab's noch den dritten, Club King. Club King auch bei der RBA, ein Style-Rapper vor dem Herrn, Alter. Und dann gab's noch einen, der hieß Rigbo. Alter, das waren so diese Style-Rapper, Digga, die waren so arrogant in ihren Texten. Das war so richtig überfett, Alter. Kommt das nächste Video zu. Jetzt machen wir erstmal nochmal den Song hier mit Schissmann und Migo. BMC, was geht ab? BMC, Schissmann. Okay, yeah. Ich trink everyday Tennessee Whiskey und muss ins Game wie The Game oder Nowitzki. Ansonsten wird es zart, ich brauch Dollar und deswegen rap ich, obwohl ich gar keinen Bock hab. Ich hab keinen Bock, immer das Geld zu zählen. Ich brauch ein Haus in der Elbchaussee, keine MPC. Seitdem ich rap, kann ich wählen zwischen. Ja, da kommt es wieder mit dem, seitdem ich rap. Ich trink everyday Tennessee Whiskey und muss ins Game wie The Game oder Nowitzki. Ansonsten wird es hart, ich brauch Dollar und deswegen rap ich, obwohl ich gar keinen Bock hab. Ich hab keinen Bock, immer das Geld zu zählen. Ich brauch ein Haus in der Elbchaussee, keine MPC. Schissmann kommt aus Hamburg und die Elbchaussee ist da so die naja, schon so die Straße direkt unten am, ich wollte gerade sagen Norddeich, Alter, weil ich da an der Nordsee war, am Elbstrand. Da durfte ich einmal glücklicherweise mit meiner damaligen Ex-Freundin Alena, liebe Grüße gehen raus, ich weiß, wir beide sind die einzige Ex-Freundin, mit der ich mir wirklich richtig gut gesonnen bin. Wir sind komplett cool und offen auseinandergegangen, hatten trotzdem eine mega geile Beziehung und waren an einem Silvester bei ihrem Onkel, der eine Wohnung an der Elbchaussee direkt hatte, beziehungsweise nicht an der Elbchaussee, sondern runter, da geht's von der Elbchaussee runter an den Elbstrand und da hatten wir die Wohnung für 3 Tage und haben wunderschön Silvester gefeiert, Alter. Und deswegen rappt Schissmann halt darüber, weil er aus Hamburg kommt und ein Haus in der Elbchaussee gerne hätte. Und deswegen rapp ich, obwohl ich gar keinen Bock hab. Ich hab keinen Bock, immer das Geld zu zählen. Ich brauch ein Haus in der Elbchaussee, keine MPC. Seitdem ich rapp, kann ich wählen zwischen schwarz, blond, brünett, intelligent, süß, Bombe im Bett, dumm, lustig, Liebhau oder Schlampe, Blowjob, Doggy mit oder ohne, so oder anders. Jetzt kommt auch eine Zeile, die in ihrer Einfachkeit kaum zu übertreffen ist, aber die so viel Aussagekraft hat. Mir ist egal, was Leute sagen über mich. Es ist nicht wahr, wie das meiste, was sie sagen über sich. Ey, Jungs, ich geh nicht arbeiten, Wichser. Hey, Jungs, ich geh nicht arbeiten, Wichser. Das ist auch so, das, ey, Jungs, ich geh nicht arbeiten, Wichser. Ich mach 1-2 Tracks und bin 4-5 Tage in Sicherheit. Es ist nicht wahr, wie das meiste, was sie sagen über sich. Ey, Jungs, ich geh nicht arbeiten, Wichser. Ich mach 1-2 Tracks und bin 4-5 Tage in Sicherheit. Deutschrap hat leider an Flair eingebüßt durch Leute, die ihm ein Deal gaben und Flair schreiben ließen. Die Zeile habe ich nie verstanden, so. Und Flair schreiben, ich weiß auch nicht, die Zeile war irgendwie für mich immer komisch, auch vom Flow her, die war irgendwie ganz komisch, so als Abschluss von einem Part, hat mich immer gestört, muss ich echt sagen. Und jetzt kommt Migo rein, Alter, zu heftig. Zu heftig auch. Bandit on beat. Ja, was er jetzt auch am Anfang sagt, Migo, ne? Ey, Jungs, hört zu. Zu viele PNs in letzter Zeit, ihr kriegt kein Feature und ihr kriegt kein Beat. Alles klar? Hey, so diese Arroganz von denen manchmal. Zu geil. Tja, Keks, labert mich bitte nicht mehr an, echt zu viele PNs in letzter Zeit. Ihr kriegt kein Feature und ihr kriegt kein Beat, alles klar? Das ist M-I-G-O. Kid im Ernst, erzähl mir keinen Scheiß von Schotter und Stein. Bevor du rappen lernst, wird Icy Ice als Model gesigned. Kid im Ernst, erzähl mir keinen Scheiß von Schotter und Stein. Bevor du rappen lernst, wird Icy Ice als Model gesigned. Shit, ich bin dope, wenn ich zum Mike greif. Bitches, komm zu mir. Bitches gehören zu mir. Wie schieße rein zu Compton's Nightlife. Kid, mich fickst du mit deinem Spitten niemals. Ich bin wie Handgranaten, wenn ich den Stift zieh, knallt's. Junge, ich bin sicker als die Average. Das ist so ein Style, Junge! Fuck, mir keinen Scheiß von Schotter und Stein. Bevor du rappen lernst, wird Icy Ice als Model gesigned. Fuck.
Ich verdau, wenn ich zum Alter Bitches gehören zu mir wie Schieße rein zu kommen ins Nightlife. Kid, mich fickst du mit deinem Spit niemals. Ich bin wie Handgranaten, wenn ich den Stift zieh, knallt. Junge, ich bin slicker als die Average. Ich wirke verfickt nach Big Boss, wenn ich im Sessel sitze. Ich wirke perfekt nach Big Boss, wenn ich im Sessel sitze. Genau, ey, ich hab jetzt Geld in der Tasche. Genau, ey, ich hab jetzt Geld in der Kasse. Jede Bitch bezahlt ein Taui, um meinen Pelz anzufassen. Du darfst mich haten, komm hass mich, Bitch. Doch ich werd famous, während du die Tasten tippst. Deine Frau, ich hab Sex mit der Chica. Und die Schlampe kriegt das Lächeln nicht mehr aus der Fresse wie Lisa. Und deine Frau, ich hab Sex mit der Chica. Und die Schlampe kriegt das Lächeln nicht mehr aus der Fresse wie Lisa. Du kennst diese Liga, Shizzy und ich. Und alle Paparazzis werden wieder busy und knipsen die Pics. Du kennst diese Liga, Shizzy und ich. Und alle Paparazzis werden wieder busy und knipsen die Pics. Glaub mir, so Songs könntet ihr auf meiner Beerdigung, weiß ich nicht, ich hoffe in 60 Jahren oder so spielen. Und ich würde mich nicht darüber beschweren. So viel bedeuten sie mir. Unfassbar. Unfassbar. Und bevor wir, ich könnte jetzt wirklich, ich habe ja gerade bei Schissmann gesehen, CHISS, du willst Stress, doch mich interessiert. Der nächste Track, auf den man wirklich oder zu dem ich reacten könnte, mache ich aber jetzt nicht, Freunde, weil sonst komme ich danach auf den nächsten hier. Überall nur Hoes und Hoes und Hoes. Die Leute, die ich jetzt damit geflasht habe, ne, die werden sich das eh reinziehen. Da bin ich mir sicher, hier unten gibt es noch eine Schissmann RBA Compilation. Leute, Alter, da seid ihr auf jeden Fall auf dem richtigen Tripper. Trichter, wenn ihr euch das reinzieht. Jetzt checken wir erstmal aus. Wie gesagt, wenn das Video euch gefällt, so, ich meine, ich bin ganz ehrlich, wenn es jetzt 3000 Klicks hier oder so macht, ne, und euch das überhaupt nicht interessiert, was ich früher gehört habe, dann mache ich mir die Arbeit nicht mehr so. Wahrscheinlich kann ich das auch nicht monetarisieren und so. Ich habe da einfach gar nichts davon, außer ein bisschen Arbeit, um ein paar Leuten mitzuteilen, was ich gehört habe, so. Und da muss man einfach bei dem Haufen, den ich zu tun habe, schon irgendwie mal ein bisschen Prioritäten setzen. Ich würde es sehr gern machen und lasst mich einfach wissen, ob ihr Bock drauf habt. Yes, yo, bis zur nächsten Folge. Freunde, euer CHISS, Mr. Schissmann, JGG, bis zum nächsten Mal. Peace.